Verstecken oder verrecken und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Misch. Reis. 5 gegen 5, das ist ja unglaublich. Wenn du so oder so zur Hölle fährst, wählst du die Sünde, mit der du leben kannst. Sei willkommen. Ich mach die Tür nicht auf, ich renn da nicht durch. Ich mach das nicht. Willkommensmatten. Ham. Hier drin versteckt. Das war eine gute Mine? Nee. Ja, stirb. Mathe. Ganz schön blind da rein. Bisschen aufräumen. Die sind mindestens zu dritt im Räumchen, in dem Beknackten. Das ist eine Matsche. Ach, er gibt auf. Aber die Idee ist gar nicht mal schlecht, wa? Ja, aber es ist aber halt auch langweilig, sich da drin zu verbarrikadieren. Klar kann man machen, wenn man gewinnen will, aber ich find's lahm. Fand ich schon bei dem Kontrollraum hinten langweilig. Als immer die gleiche Taktik gefahren wurde, mit dahinter verstecken. Mit Aroni dann die Pappwände zumachen. Mann, ich will hier nicht sein. Boah, Ella. Du hast etwas Zeit zum Totschlagen. Ich erschlage doch keine Zeit. Was hat er gesehen? Hey, vorbeigerannt, auch gut. Okay, lauf. Ich häng, ich hake. Sackgasse? Nee. Hier war ich vorhin. Hinter mir läuft wer, ne? Ich lauf gerade in eure Richtung. Okay, ich versteck mich im Spind. Scheiße. Der Eck ist auch nicht so gut, wenn man mich da sieht, kann man mich da einknüsseln. Leuchteraugen von Capcan. So ein Kack. Augen zumachen. Ich nehme aber auch so ziemlich jede Zugangssperre mit. Allein im Dunkeln, wenn du Glück hast. Ich finde es dumm, dass du da nicht durchkommst. Ja. Jetzt war ohne Witz, ey.
Aber anders als bei Snowbrawl kommen hier Leute nach, wenn jemand geht. Einer ist zurückgekehrt. Sogar zurückgekehrt? Mhm. Ja. Wird er gleich wieder gehen? Daneben. Sei willkommen. Sei vorsichtig. Frau Frost, noch kein Capcom. Aha. Ja, genau. Der ist hier nicht vorbeigerannt. Wie soll das denn gehen? Ich stand doch in der Tür. Mann, ey. Gut. Das zählt nicht. Als sie dachten, sie wären befreit. Seitlich rennt. Den krieg mal jetzt. Sehr gut. Ein Stachel im Hintern gehabt. Übertölpeln, überdauern. So ziemlich wie die gleichen Positionen haben sie sich eh nicht gemerkt. Und wenn, ist denn egal. Oh oh. Oh. Auf die Entfernung noch? Der hat doch bestimmt wieder einen riesen Abstand gehabt. Das ist in eine ganz andere Richtung geguckt. Der hat gar nicht in meine Richtung geschlagen. Wenn die Kamera stimmt. Zittert aber. Oh oh. Hinter mir her! Hä? Ist der jetzt gestorben? Hinter ihm war doch eine Wand. Na, das ist eigentlich gut, aber auch eigentlich nicht. Ich kann mich eh nicht mehr unsichtbar machen, ich hab's verkackt. Ich bin so scheiße langsam. Lecko mio. Oh, stehst du noch auf der Stelle? Allein im Dunkeln, wenn du Glück hast. Jetzt schon raus, ist aber blöd. Oh, der schafft das nicht. Was war das denn für eine Aktion? Noch. Ich dachte ja auch noch, dass das noch geht. Das draußen rumrennen, ewig und 3 Tage lang. Gar nicht wahr. Das ist bloß eine Puppe. Aha. Okay. Attrappe. Alles klar. Von gestohlen. Ja, ja.
Wo gehst denn du hin? Im Moment nirgendwo, es hängt schon wieder. Oh Mann. Ja, oh, nee. Du spielst? Nee. Komm endlich in die Gänge. Ich habe eine Tüte erhalten. Wo kommt die denn her? Bestimmt durch den Butler Pass. Ja, krieg das heute nochmal gebacken, ey. Backe, backe Kuchen. Ja, nix, der Bäcker hat nicht gerufen, der hat selber gefressen. Was für ein Oberviehfraß. Was meinst du, warum die meisten Bäcker so fett sind? Weil sie Kuchen unter ihrer Jacke haben. Angefutterte. Da mal eine Biskuitrolle, da mal ein Cupcake. Da mal eine LKW-Kinderriegel. Bitte was? Ein LKW voll Kinderriegel. Daraus kann man auch geile Torten backen, ne? Also nicht aus dem LKW, aber aus... Meinst du aus dem Papier der Kinderriegel? Nee, aus den Riegeln selber. Ach so. Ja, wird's heute nochmal was? Spielbeitritt, Truppbeitritt, Trupp wieder Austritt. Ah, oh, leck mich doch am Arsch. Ui. Bitte warten. Bist du im Trupp, jetzt geht's los. Mal sehen, für wie lang. War? Wer weiß für wie lange. Überraschen lassen. Herzüberraschung. Ü-Ei. Da gibt's doch schon lange nichts Gescheites mehr. Da sind vielleicht Regenbogentüten drin. So Minifigürchen. Das wär's doch mal. Eine Regenbogenspielkollektion. Das wär's. Ich glaube, da würde ich mir wirklich wieder überlegen, Ü-Eier zu holen. Da schnappst du dir so aus dem Supermarkt einen Hubwagen und fährst die ganze Palette raus. Scheiß auf die Schokolade, ich will nur den Inhalt. Mein Cousin hat es mal gemacht. Der hat sich haufenweise Ü-Eier gekauft, weil er irgendwie was Bestimmtes haben wollte. Ich weiß gar nicht, der hat eh generell so einen Kruscht gesammelt. Und der hat wirklich die Ü-Eier gekauft und die Schokolade weggeschmissen oder verteilt. Hätte er noch verkaufen können an kleine Kinder, um sich die nächsten Ü-Eier zu finanzieren. So intelligent war der noch nicht. Oh. Lord Tachankin. Oh. Er spielt aber nicht Tachanka, wenn er sich schon Lord nennt. Vielleicht spielt er ja Tachanka mit einem Stößernermann-Outfit.
Dafür ist Tachanka viel zu breit. Die Geisel muss gesichert werden. Guck dir doch mal Mute als Schmaler als Küchenmeister an. Abwehrmittel eingesetzt. Oh, wir haben ja alles da. Kalt. Mach mal die Luke zu. Boden verstärkt! Kann man jetzt hier besser auch? Ich hoffe nicht, weil dann kommt ihr einfacher zum bösen Auge. Scheiße, man kommt ja einfacher hoch, ist doch beknackt. Das Gerät ist in Position. 10 Sekunden ist auch geknackt, sich an Astronzos vor. Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit. 5 Sekunden. Eingesetzt! Gerät wurde aktiviert. Gegnerdrohne hat Geisel lokalisiert. Sicher Ah, ich hätte schon mal eher versuchen sollen zu markieren. Hier ist ja was. Nämlich eine tolle Kamera. Oh Mann, jetzt ist das 3. Ich bin noch Stockwerk auf unserer Höhe. So, jetzt bin ich wieder Geisel. Kann die mit Fuse ankommen? Vorhin hat jemand die Geisel gefüßt. Die sagen, du bist so gut im Rennen. Das sah so gut für uns aus. Was macht Fuse? Er fuse die Geisel. Ich hab die Pflanzen gemaestrot. Eigentlich kalter. Die Kralle ist an. Das Bändchen wird benutzt. Auch geschlagen, Mist. Schon verletzt. Nein. Oh, das war jetzt, glaube ich, nicht so. Das war blöd. Vielleicht. Wie klein das Plus ist beim Verletzen. Hallo? Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Ja, mach was draus, Kalt. Letzter verbleibender Gegner. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Zeit für einen wirklichen Schutz. Energie eingesetzt. Die Wand wurde gesichert. Mehr komm schon. Die Kralle ist an. Das Gerät ist. Nehmen wir mal lieber nochmal zu. Diese Tür ist sicher. Diese Tür ist sicher. Wand gesichert. Wir haben Hinweise zum Standort der Geisel. Auf Kontakt vorbereiten. Ah, schon vorbei gerannt. Kacke. Wieder zu lahm. Gibt's doch nicht. Fucking Drohne irgendwo. Ach, hier ist das Dings gewesen. Der Buck. Mein wunderschönes böses Auge ist bereit.
EMP-Mann. EMP-Mann. Der Gym-Chef. Oh, die. Schockdrohne, was machst du denn da? Schlimm. Twitch und Fragezeichen. Ich glaube, die Schockdrohne hat wieder jemanden geschockt. Teitsch. Die da. Scheiße, wieder zerschossen. Twitch mit SCH. So besser. Oh, hallo. Na, nee. Ah, die EMP. Ist eigentlich nicht so gut. Ich fahre nach. Oh, zu dritt, hallo. Oh, das war nicht gut, falsche Richtung. Naja, lebt noch. Oh, das gibt's doch nicht. Warum hat die mich schon wieder? Ich war doch unten, dumme Ying, ey. Ich sehe jetzt nicht so viel. Das ist nicht so gut. Zugleich, Kacke. Ah, ist verletzt. Oh, wenn ich jetzt das Besorge öffnen könnte, das wär's ja. Zu dritt sind sie da. Das geht so nicht. Huch. Scheiße. Guck nicht so und schieß nicht so. Geisel von Gegnern gefasst. Mach was mit Lucy. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Wo ist der Teamkollege? Ich sehe ihn gar nicht. Ist unten. Toll. Keller oder was? Ach, da hinten. Ah, dann laufen die sich über den Weg. Nicht länger unter Kontrolle. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Oh, ich glaube, ich spawn nicht so ganz richtig. Geisel gesichtet. Im Keller. Ihr habt Kessel. Jetzt Kaschle. Takeshi. Strom haben sie auch. Kein. Okay, okay. Was, Takeshis Kessel? Nö. Ja. Doch, ist cool. Ella haben sie noch. Ich kenne das, ich weiß. Das ist cool. Das ist als Kind immer so gesuchtet, ey. Na. Ella! 10 Sekunden bis Einsatz. Ich könnte es auch mit Doppel-L schreiben. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Kannst du auch Elisabetta schreiben? Sichtkontakt mit Geisel bestätigt. Evakuierung eingeleitet. Elisabetta. Pünkt. Den Jokal nicht. Ich lade mal nach. Jäger ist oben im Besprechungszimmer, dass es da ist. Ja. Plumps direkt vor Amaros Waffe. Strickt wieder, blöde Jäger. Sollten nicht alle drei in die gleiche Richtung gucken und auch nicht so blöd stehen bleiben. Geh doch mal weg, Amaru, du dickes Ding. Oh Mann! Was haben wir denn hier?
Naja. Oh, Geisel berührt. Ich hab bestimmt gleich wieder böse getroffen, wenn ich hier so rumeier. Von unten. Einer vom eigenen. C4, ich geh weg. Hinten. Das war wohl nix, wa? Top wurde schon wieder verlassen. Ja. Oh, ich sehe gerade, du bist ja gar nicht mit bei Flugzeug. Ich gehe mal ins Menü. Nee, bleib. Ist doch okay. Bei mir sucht er immer noch. Quatsch. Verbindungsfehler. Bin einfach rüber. Denken die alle, ich mag Flugzeug nicht. Oh oh. Das geht mir jetzt sehr, sehr nahe, wenn die so denken sollten. Mir wird's am Arsch vorbeigehen. Na, mir doch auch. Dauert noch eine Weile. Eingeladen habe ich dich aber schon mal. Ja, ich weiß, aber ich kann es im Moment nicht annehmen. Dann lade ich nochmal ein.
Er lädt sich hier noch zu Tode. So wird das heute Abend aber nichts mehr. Einmal Geisel geht bestimmt noch. Voll. Was, Spiel voll? Das Spiel, was, dem du beitreten willst, ist schon voll. Zu viele Regenbogenspieler im Regenbogenspiel. Schade. Schmutz sieht aus wie so eine Eiswaffel. Oh, noch fast. Die Ella-Schriftlinde heißt bei Battlefield 4, glaube ich, Grotzer. Zumindest kommt sie mir so vor. Hast du es mitgekriegt, dass wir sind wieder aus dem Trupp raus, ne? Ich hab dich schon wieder eingeladen. Hab keine Einladung gekriegt. Eieieiei. Ja, die Grotzer ist es. Spieler einladen. Schon wieder eingeladen. Komm nicht auf Ubisoft Connect, das kannst du vergessen. Ach, Leute, ihr seid doof. Du bist bei mir offline, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch eine Lüge, glaube ich. Du bist bei mir offline. Dann lade ich dich nochmal ein.
Ella kommt aus dem Poland. Ja, toll. Ey, ich will doch kein Dr. Curse. Was willst denn du denn? Oh. Also bei mir entwickelt Rainbow heute ein Eigenleben. Hängt schon wieder. Der Hook, Stucky. Neue Gegenstände enthalten. Gibt es ein Zeichen, wenn du wieder mit dem Spiel verbunden bist? Geh mal eben auf den Schießplatz. Ja, geh mal. Wir werden alle Fehler verziehen. Ah, die Null spricht. Hast du noch nie gemacht, ey. Gebaut, wo ist denn die Munitionskiste hin? Das muss man wieder selbst nachladen, das dauert doch ewig. Bei mir tut sich gar nichts, ich kann mich nicht abmelden, ich kann das Spiel nicht starten. Mann, dieses Schnellnachladen, das fehlt jetzt hier beim Schießplatz. Oh Mann, ey. Ich kann doch das LMG eh nicht ohne Dauerfeuer spielen, das ist doch doof. Ich will ja nichts sagen, aber ich krieg Uplay nicht mehr gestartet. Mach's am besten nochmal zu und nochmal auf. Hab ich gerade, funktioniert nicht. Am besten mal über den Taskmanager zumachen. Hab ich doch! Da hat die schwarze Bildschirm gar nichts mehr, jetzt krieg ich's nicht mehr geöffnet. Nachdem ich's geschlossen hab. Leco mio, was für ein scheiß Freitagabend, ey. Oh. Du musst alleine spielen heute. Ich verzieh. Beim Dauerfeuerstart gleich massiv nach unten ziehen, damit der nicht so verreist. Nö, ich krieg Uplay nicht mehr gestartet.
mal Age of Empires 2 probieren. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Oh, das nervt mich jetzt. Ausgebüxt. Er ist ausgebüxt. Die Waffe beim Dauerfeuer. Und das Magazin leer. Hoppala. Okay, das war gar nichts. Einmal noch. Aha, Freunde, hier bei Steam aber Fehler angezeigt gekriegt. Ist jetzt natürlich nicht so der schöne Abschluss einer Folge, aber wenn es nun mal nicht anders geht, ob es bei Steam bei Seraphina anders funktioniert, ist halt auch die Frage. Na, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal mit einem ordentlichen, kontrollierten Dauerfeuer. Macht's gut und tschüss.